Jetzt geben wir uns den Jules, sympathischer Bruder an der Stelle, muss man einfach immer wieder sagen, ja. Der Bruder hat einen neuen Teil seiner jetzt schon legendären Abgründe der Reaction-Szene-Reihe gedroppt, ja. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt. Muss man auf jeden Fall mal schon mal den Red Cup hier vorsichtshalber zirkulieren lassen, denn ich glaube, wir brauchen viel Nerven jetzt hier, ja. Bin ich mal sehr gespannt, welche Reaction-YouTuber er sich heute hier vornimmt. Das erste Standbild lässt leise ahnen, wer hier unter anderem vorkommt, ja. Klar, er sollte jetzt auch nicht so hyperaktiv, so halt jetzt so irgendwie auf dem Stuhl rumhüpfen oder sowas, aber für so eine Reaction von dem Song ist mir ein bisschen zu lame, muss ich. Das hat er, glaube ich, gesagt, als er im Stream auf die Jules Reaction von 90er Berlin reacted hat. Habe ich recht? Ja, ne? Und dann streamt der junge Mann hier und reacted auf Fail Compilation und Try Not to Laugh Challenges und außer ein oder ein gibt da einfach nichts von sich, ja? Ja, das sind natürlich Reactions, wo auf jeden Fall die Post abgeht, Digga. Ja. Practice what you preach war ja auch in den letzten Jahren eher nicht so seine Stärke, von daher ist das eigentlich auch ganz schlüssig. Ich kann es ehrlich sagen, ja? Stimmt. Stimmt, er hat doch dann auch auf Songs reagiert, so von Asche und von Kollega und so weiter, ne? Und die Songs einfach durchlaufen lassen und dann zum Schluss kurz gesagt, ja, ja. Ja, der Kollege, das ist ein guter Rapper. So, welchen Song hören wir uns jetzt an? Und das auch hochgeladen, glaube ich, ne? So, Reaction auf Juri, Reaction auf Asche. Kann ja jeder machen, wie er möchte, ne? Aber dann halt andere dafür zu kritisieren, dass die ihr Maul nicht genug aufmachen, finde ich halt dann auch ein bisschen lustig. Und dann ist das hier zu Recht bei Jules mit drin, hier, meine Freunde. Ja, so wie man ihn halt kennt, ne? Digga. In dem Sinne. Hat denn der Jules da sich um den Mund geschmiert? Bräunungscreme oder was? Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Jules hat sich Bräunungscreme auf die Stirn und um den Mund geschmiert. Aber dann war sie alle. Alter. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Digga, Jules, du bist doch der Allergeilste, Digga. Da hat er sich einfach da den Animus hin animiert, ja. Scheiße, Digga. Warum, Alter? Und Bushido Poster natürlich noch hier. Ja, das darf natürlich auch nicht fehlen. In dem Sinne, mal gucken, was meine langen Finger da so rausgekramt haben. Let's go. Das ist ein Hund. Also jetzt, ich beleidige hier keine Menschen, ja. Ich sage jetzt nicht, ey, guck mal den Hund an. Das ist wirklich ein Hund. Ich kann diesen Text jetzt schon. Also zumindest. Boah, für wen ist das denn? Das ist ja wirklich für Sechsjährige hier, ja, so ein Content. Hallo! Hey Leute, ich schwör's euch, ich hab mich bepisst vor Lachen beim ersten Mal. Und ich muss echt sagen, nicht schlecht. Der Dude hat einfach eine Marktlücke entdeckt. So Reactions als Tier und. Aber zieht das Klicks, Alter? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand irgendwie guckt, der noch alle beisammen hat, Alter. Auf Deutschrap dann noch und dann auch noch so Trash und dann so. Yo Leute, heute geht es um Kollega und Asche mit dem Track Yayo und ich würde sagen, let's go. Und der nächste ist eine ganz spezielle Art von Rage-YouTubern, denn er ist eigentlich zu intelligent für dieses Format. Samra lässt sich wie ein. Oh, das ist aber die Creme de la Creme hier, Jules, ja? Ihr seht es gerade nicht, ich lüfte das Geheimnis, wer es ist. Yabi TV, meine Freunde. Yabi TV, der natürlich auch, man kann schon sagen, so mit Sufjan zusammen der gebildetste Reaction-YouTuber auf deutschen YouTube-Boden ist. Gerade wenn es um knackige, harte, on-point-Analysen geht, Zeilen und Sneak-Disses versiert zu interpretieren und für uns klar und deutlich niederzulegen, gibt's eigentlich keinen, auf den ich mich mehr verlassen kann, als auf Yabi TV, meine Freunde. Ein Hund durch seine Wohnung peitschen. Samra lässt sich wie ein Hund durch seine Wohnung peitschen. Ich sag euch ehrlich, ich weiß gerade ganz genau, wer damit gemeint ist.
Die Reaction haben wir uns ja auch komplett reingezogen. Ja. Das habe ich, glaube ich, sogar hochgeladen auf YouTube, ja. Das ist so gut. Das ist wirklich eine wunderschöne Reaction, Digga. Samra lässt sich wie ein Hund durch seine Wohnung peitschen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß ganz genau, wer damit gemeint ist. Digga. Ja. Genial. Natürlich Gent, genau. Digga. Und dann noch mit Brille hier so einen auf Professor machen, ja? Bin mir aber nicht so 100% sicher. Warum? Oh shit, das ging ja noch weiter. Stimmt, ja. Er sagt das und er sagt das sich, aber er ist sich noch nicht zu 100%, er ist sich aber noch nicht 100%ig sicher, ne? Ich sag euch, Samra lässt sich wie ein Hund durch seine Wohnung peitschen. Samra lässt sich wie ein Hund durch seine Wohnung peitschen. Wo gibt's dort Interpretationsspielraum? Junge, als ob er das ernst meint. Such das Video auf Marvin Refugee. Ich weiß nicht mehr, wie ich das genannt habe. Ich glaube irgendwie die krasseste Reaction auf 90er Berlin oder Giftgrünes B, ich weiß es gar nicht mehr, welcher Song das war. Ich sag euch ehrlich, ich weiß gerade ganz genau, wer damit gemeint ist. Bin mir aber nicht so 100% sicher. Warum wird sowas gesagt, wenn ich jetzt... Aber warte, das war noch nicht das Schlimmste. Er interpretiert ja jetzt noch diese Line und wie die gemeint sein könnte. Weiß ich nicht, warum sowas gesagt wird. Aber ja, es wird hart geschossen, Digga. Wiederum nimmt er aber hier Samra sozusagen in Schutz und zieht Samra zu sich. Also er nimmt Samra in Schutz und zieht Samra zu sich mit der Line, Samra wird... In seiner Wohnung wie ein Hund. Samra wird wie ein Hund durch seine Wohnung gepeitscht. Ich muss schneller das Zeug hier inhalieren, um den Schmerz zu betäuben. Was hat das zu bedeuten? Ja, was hat das zu bedeuten? Wo ist der Zusammenhang? Bushido meint, er hat sehr große Reifen. Das heißt, er besitzt ein Auto. Mit einem Auto kommt er zu Samras Wohnung. Und dort verteidigt er Samra und jemand wird durch die Wohnung gepeitscht, aber nicht Samra, es nee. Ist Arafat. Naja, das ist selbstverständlich. Warte mal, Arafat, Flasche, Bushido, Schlag, tot, oh mein Gott. Mein Geburtstag, doch du rufst nicht an. Mir scheißegal, was du zu tun hast. Twerk halt sehr gerne zu dem Lied. In den Kommentaren wurde Shirin richtig gedragt. Was auch immer das heißt, aber Dicky, du twerkst zu dem Lied. In dem Song geht's um Shirins schlechte Beziehung zu ihrem Vater. Digga, du twerk. Also, das ist fucking ehrenlos, aber ey, Bro. Alter. Und auch in den härtesten Zeiten kennt er keine Verzweiflung, denn er ist der Einzelkämpfer bei Stress. Wood. Ja, ich habe das jetzt nicht gleich erkannt, ob das jetzt ein deeper Shirin David Song war, aber es ist natürlich lustig zu sagen. Ja, ich twerke gerne zu dem Song, wo Shirin David über ihr zerrüttetes Verhältnis mit ihrem Vater redet, ja. Ja, oh, wenn die Shirin David da ihr Herz ausschüttet, Alter, da will ich aber mit meinem Booty shaken, Junge, das gibt's gar nicht. Ey, aber Real Talk, ich fand das Intro von dem Bro eben auch sehr gelungen. Zeigt mal wieder, wie sehr er anders denkt als andere Menschen. Oh, das ist jetzt nochmal Yavi TV, das kenne ich glaube ich nicht hier. So einen Anfang habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber okay, es wird auf. Mit so einem Anfang hat er jetzt gar nicht gerechnet. Was hat man denn da gehört? That's it. Boah, also mit so einem Anfang hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, ja? Der Schuheinsatz kam sehr überraschend hier, meine Freunde. So einen Anfang habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber okay, es wird auf jeden Fall dann eklig. Diggi, du hast eine Sekunde gesehen von einem fucking Schuh, Alter. Okay, ich rechne tatsächlich mit dem Tupac-Feature und ich glaube, Boss auch in 9 wird auch angekündigt. Und es wird auch alles mit dem Feature, vielleicht auch noch was mit Ich verfluch die Welt vor dem unser Freund Sufjan hier nochmal mit am Stüsse hier. Ja, der immer schöner Mitviben ist hier, der Bruder. Habe ich glaube ich schon mal erzählt, Sufjan macht sich selber hier nicht größer als das Musikvideo, weil er irgendwie ein Ego-Problem hat, sondern weil dann die Reactions nicht gesperrt werden. Ja, also die meisten Claims und die meisten Strikes oder die meisten Sperrungen, die man kriegt, sind aufgrund des Videos, nicht aufgrund des Songs. Das heißt, wenn du die Videoquelle einfach so klein machst, dass der YouTube-Algorithmus das nicht erkennt, kann es passieren, dass du halt dann gar keinen Claim kriegst, dann halt auch mit der Reaction Geld verdienen kannst. Ja. Bei den normalen Reactions ist es ja normalerweise so, dass die halt geclaimed werden. Das heißt, ich kann die ganz normal veröffentlichen, aber verdiene damit jetzt nicht noch extra Geld. Mohammed Ali Poster, schwarze Lederjacke. Ich verfluche die Welt vor dem Mohammed Ali Poster. So, dass er sozusagen vor dem Mohammed Ali Poster stand und an sich dann die Welt verflucht hat. Oh,
Und nochmal, das ist nicht live bei Sufjan. Bruder, wenn dir doch nichts einfällt, dann sag doch zu der Stelle einfach nichts oder geh nochmal 10 Sekunden zurück und vielleicht findest du dann bessere Wörter oder... Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das? Ich verfluche die Welt vor dem Muhammad Ali Poster. So, dass er sozusagen vor dem Muhammad Ali Poster stand und an sich die, an sich dann die Welt verflucht hat. Ach, an sich die Welt. Habt das verstanden jetzt, ja? Also an sich hat er da die Welt verflucht. Ne? Boah. Der Suff wirkt nicht. Ich weiß, Digga. Ich probiere auch die ganze Zeit schon. Alter, Bro, ich dachte, der kritisiert die Klimapolitik, Alter. Der, oh mein Gott, ist die Zeile dann krank. Der Ritze deiner Hurenmutter. Oh, Digga, Digga, Digga. Der, Bruder, der war zu viel. Das wird euer Ende, Bruder. Das wird euer Ende, Bruder. Das war gar nicht gut, Bruder. Das war gar nicht gut, Bruder. Das war schrecklich, Bruder. Die haben eiskalt Jesus gedisst. Bruder? Was ist das für ein Song? Digga, Digga, Digga. Krank. Der Ritze deiner Hurenmutter! Oh. Gene X Soleil en masse hat er gar nicht den gedisst. Ach, wegen in der Ritze. Wegen Boxen in der Ritze oder was? Reaction kann jeder, meine Freunde. Oh, Digga, Digga, Digga. Der, Bruder, der war zu viel. Das wird euer Ende, Bruder. Das wird euer Ende, Bruder. Das war gar nicht gut, Bruder. Das war gar nicht gut, Bruder. Das war schrecklich, Bruder. Die haben eiskalt Jesus gedisst. Bruder? Ja, wir halten fest, Bushido ist kein Sänger, sag ich mal, wie viele andere Rapper. Wie zum Beispiel... Rätseltime. Wen nimmt er als Beispiel für Sänger? A. Loredana. B. Also, sehr, sehr gutes Boss-Mode-Placement hier. Beim Juice läuft's langsam auch hier, geil. B. Michael fucking Bay. C. San Diego oder D. Son Goku. Wer? Hä? Kein Rapper wie Loredana dann, oder was? Richtig. Farid oder keine Ahnung wer, ne? Bushido ist kein Sänger als Rapper, nicht so wie Farid, ah ja. Diego oder D. Son Goku, wer? Hä? Hä? Richtig. Farid oder keine Ahnung wer, ne? Du bist ein Hurensohn. Manche Leute motivieren am Anfang ihrer Reaction zum Aufstehen. Aufstehen. Manche Leute machen Rituale. Hier reinigen wir einmal den ganzen Raum. David Krasavice, ist der verwandt mit der oder nennt er sich einfach nur so? Also wenn er sich einfach nur so nennt, eigentlich smart, ja? Mit sexueller Energie. Und manche Leute... Waren hier draußen? Oh, Flo, der Flo, meine Freunde. Jawohl, jawohl, jawohl. Kriegen wir noch ein paar K-Pop-Poster-Reactions. Das vermisse ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht die ganze Zeit... Waren hier draußen? Es macht die ganze Zeit... Bei mir draußen, es macht die ganze Zeit. Was meint er hier? Was meint er hier? Sind das betrunkene Julikäfer, die ganze Zeit gegen sein Fenster klatschen? Sind es Steine von K-Pop-Groupies, die von unten an Flo der Flo's Fenster rangeschmissen werden? Oder ist es einfach ein sehr lediertes Auto, was Startschwierigkeiten hat draußen? Man weiß es nicht, ja? Waren hier draußen? Es macht die ganze Zeit... Mach das Fenster auf. Bisschen frische Luft reinlassen. Wir alle wissen, es mieft ein bisschen morgens. Gerade in deinem Zimmer. Leider könnt ihr vielleicht mit einem Sprachfehler geboren worden sein. Duscht ihr morgens oder abends? Ich habe wieder gebuddelt. Ich habe gebuddelt für euch. Ich hoffe, ihr habt euch alle aus dem Bett gemurmelt und gekugelt. Ich hoffe, ihr habt euch alle aus dem Bett gemurmelt und gekugelt. Habt ihr euch denn alle heute aus dem Bett gemurmelt und gekugelt? Das ist das, was uns wirklich interessiert hier, meine Freunde. Alter. Und vielleicht seid ihr noch im Bettchen eingemurmelt, eingehüllt. Habt ihr eine elektrische Zahnbürste? So. Digga, ist das so eine so ein Versuch, einfach mehr Interaktion unter den Videos zu machen? Also ist das ein Versuch, mehr Interaktion unter den Videos zu generieren? Im Sinne von, yo, ich stelle euch einfach mal eine random Frage.
Habt ihr eine elektrische Zahnbürste? Wie schlaft ihr? Holt euch lieber morgens einen runter oder vorm Schlafen gehen? Wascht ihr eure Haare ohne Shampoo? Trocknet ihr euren Body ohne Handtuch? Ja, sowas vielleicht, ne? Oder macht ihr so diese Handzahnbürste? Dann werde ich dich an diesem scheiß Kran aufhängen und auf dich schießen. Aber jetzt Marito, neben dem... Ja, das ist schon endlich mal ein bisschen geballte Männlichkeit hier in dem Video. Das geht ja gar nicht, Digga. Dann werde ich dich an diesem scheiß Kran aufhängen und auf dich schießen. Aber jetzt Marito, neben dem ganzen Gelutsche und Rumgefake ist das ekligste dieser Szene, dass jeder... Also, ich wüsste jetzt nicht, dass George T... Macht der auch Reactions, Digga? Ich krieg ja die absolute Krise. Der George TV, der ist ja wirklich, der ist der schlimmste Typ auf YouTube, Alter. Kennt ihr den? Der ist krass. Der ist echt krass. Der ist nicht nur lustig, sondern der ist auch wirklich, also dem ist gar nichts heilig, ja? Wahnsinn. BZ Emre, super liebe Typen. Wirklich, Grüße gehen raus an die beiden. Aber interpretieren sehr, sehr viel, sehr falsch, leider, ja? Haben, glaube ich, auch nicht das beste Rap-Know-how. Und, gerade wenn es dann in so Songs wie von Kolle oder von Sunny geht oder sowas, ja, ist da halt, da, manchmal ist es zum Schmunzeln ein, ja, wie sie dann Sachen fehlinterpretieren, aber die haben, eigentlich haben die jetzt keine schlechten Absichten oder sowas. Ja, ich glaube, das sind gute Jungs, die haben gutherzige Jungs auf jeden Fall. Und Sufjan ist halt der Fitnermaker, ne? Ist das ekligste dieser Szene, dass jeder Hurensohn aus seinen Löchern kommt, sobald es mal wieder irgendeinen Skandal gibt. Ich sehe rote Kreise, offene Münder, Schlagzeilen überall und Klick. Ich sehe rote Kreise. Das ist schrecklich, sie war erst 8 Jahre alt. Boah, ist aber hart. Zu der Sinan-Geschichte, ja? Einfach ein Fanboy. Einfach Video gedroppt, das ist schrecklich, sie war erst 8 Jahre alt. Ach, weil arroganter Pate da seinen Livestream gemacht hat. Haben die auf den Livestream von arroganter Pate reagiert, oder was? Offene Münder. Warte nochmal. Wenn es mal wieder irgendein Skandal gibt. Ich sehe rote Kreise, offene Münder. Ja, offene Münder ist ganz, ganz oft. Aber jetzt rote Kreise in Verbindung mit offenen Mund ist krass. Das ist jetzt so Next Step. Ne? Weil rote Kreise, die gab es auch schon mal. Kennt ihr noch die Zeit der roten Kreise und der roten Pfeile? Das bringen jetzt BZ und Emre anscheinend wieder back. In Verbindung, ja, gepaart mit dem Duckface oder offenen Mund bei Reactions. Nicht schlecht, Alter. Münder, Schlagzeilen überall und Clickbait-Titel, Alter, alle. Jero hat's groß gemacht, genau, ja, richtig, richtig, Jero, Digga. Götzen sich an diesem Vorfall. Und irgendwie kriege ich das Gefühl nicht los, dass ihr euch so ganz tief innerlich darüber freut, dass das passiert. Endlich wieder Klicks abstauben. Endlich wieder 20 Videos machen um das gleiche Scheiß-Thema, Alter, bei jedem kleinen Finger rühren. Und genau solche Leute wie ihr sitzen ganz unten am Abgrund dieser verkorksten Szene und warten auf ihren Zeitpunkt. Ihr wisst, wer gemeint ist. Danke. Ja, schönes Video hier vom Jules, ja, nochmal wichtige Worte auch zum Schluss, ja, da ist er nochmal kurz in den Real-Talk-Modus verfallen, hat er sich natürlich den Boss hier in den Rücken hinein transportiert, ja, um natürlich auch die Boards hier auf den Tisch zu legen. Wenn man den Boss im Rücken hat, da kann einem nichts passieren, das kennen wir alle, ja. Wenn der Boss mit am Start ist, dann sind wir unaufhaltsam. Geiles Video, Alter, sehr, sehr geiles Video, habe ich leider lange aufgeschoben, ich weiß auch gar nicht mehr warum, ja, es gab dann nochmal andere Sachen zum Talken. Aber natürlich hier den Jules, den müssen wir auf jeden Fall noch auf die 10.000 Abos hieven. Geht mal ruf hier, lasst einen Gruß da von der Bogota-Bubble.